So, jetzt guckt er mal hier, wie die Polizei auf Zentimeter genau zusammen ist. Keiner trägt eine Maske. Schaut es euch genau an. Niemand. Hallo. Ah, jetzt ziehen sich die Masken auf. Guck mal hier. Extra für einen Fototermin. Gerade haben sie noch alle ohne Maske gestanden. Ja, jetzt schnell zum Maskenfototermin die Maske aufgezogen. Super. Mensch, ohne Maske warst du aber hübscher. Ja, das ist das Problem. Was nützt mir die Foto ohne mit der Maske? Ne? Das bringt gar nichts. Ja, ne? Schade wohl. Ja, das ist schade, aber du ja. Weißt selber, hier ist so viel Publikum und so. Ne? Ja, ja. Aber ihr wisst doch ganz genau, worum es geht. Ja, es geht doch nicht um eine Krankheit. Ne? Das wisst ihr doch ganz genau. Ne? Habt ihr Kinder? Habt ihr Enkelkinder? Aber hallo. Wisst ihr, was mit euren Kindern machen werden? Die werden die Chippen sterilisieren und vernichten. Das ist das, was der Gates machen will mit euch. Wir sind auf eurer Seite. Ne? Wir sind eure Freunde. Ja. Aber es gibt auch hier welche unter uns, die da hinten stehen und das nicht so sehen. Ja, aber auf die können wir keine Rücksicht mehr sehen. Wir brauchen Frieden und wir brauchen Menschenrechte. Ja. Denkt an eure Kinder, an eure Enkelkinder. Wenn der Gates damit durchkommt, ist alles verloren. Alles klar. Okay. Ja, gut, alles Gute. Bis Samstag. So, meine Lieben, habt ihr das gehört? Das war gerade die Polizei live. Die Polizei live. Hat mir gerade gesagt, sie wissen genau, worum es geht, dass es hier nicht um Virus geht. Das wissen die. Habt ihr gesehen, wie nett der war? Ich habe ihn bewusst nicht gefilmt. Ja, macht man nicht. Aber die wissen Bescheid. Die haben untereinander aber eben auch die, die machtgeil sind und die vom Bösen besessen sind. Und ich sage euch eins, Freunde. Die Polizei hier, die ist zu 50% schon gekippt. Die sind gekippt. Ich sag's mal ein bisschen salopp, die sind nur zu faul zum Umfallen. Deswegen kommen wir hierher, um den Menschen zu helfen, sich für die Freiheit, Frieden, Weltfrieden und Menschenrechte zu entscheiden. Darum geht es. Es geht um Menschenrechte. Es geht aber auch um Tierrechte. Was den Tieren angetan wird, ist genauso schlimm. Ja? Wir werden alle wie Tiere zusammengefercht werden, genauso wie die sich das vorstellen in ihren Wahnvorstellungen. Ja, weil wir haben es jetzt hier echt gebockt. Wir müssen jetzt aufstehen. Niemand wird uns helfen. Wir müssen aufstehen. Glaubt's mir. Und die Polizei ist zur Hälfte schon auf unserer Seite. Da fehlt nur noch die berühmte Feder. Und das ganze Ding kippt. Bundeswehr hat innerlich gekündigt vor Knarrenbauer. Mein Gott, überlegt euch mal, was die Merkel gerade anzettelt, dass die vor Putins Haustür eine Revolution anzetteln will. Also ich sag mal, die spielt uns in die Hände. Putin hasst die. Seid euch im Klaren, Trump hasst die auch. Und die wissen alle, was gespielt wird. Hier habt ihr Querdenken. Ich hab nichts gegen Leute von Querdenken. Die bringen hier ihre Leute an. Und das ist alles in Ordnung. Die wollen ein bisschen Camping machen, alles okay. Aber wir wollen einen Friedensbeschluss. Aber das ist eine Nummer, ne? Gerade die Begegnung mit dem Polizisten. Der genau weiß, worum es geht. Die wissen alle, was los ist. Aber es gibt eben auch die dunkle Seite, wie überall. Jede Münze hat zwei Seiten. Es gibt den Tag und es gibt die Nacht. Aber jetzt war so lange dunkel in Deutschland und in Europa und die wollen diese Dunkelheit anhalten. Das geht aber nicht. Du kannst nicht die Sonne anhalten und noch nicht die Erde. Weil sie versuchen es halt, die Satanisten. Aber Liebe gewinnt. Liebe gewinnt immer. Das Einzige, was alles überdauert, ist die Liebe. Und der Frieden, die Wahrheit. In eurem Herzen. Also, kommt bitte nach Berlin. Kommt her, bringt den Frieden mit im Gepäck. Alles Gute. Wir sehen uns. 10 Uhr vor der russischen Botschaft. Tschüss.